Church of Scientology. I am anonymous. Im Internet geht ein Gespenst um. Eine mysteriöse Geheimgesellschaft macht von sich reden. Sie nennt sich Anonymous und hat ein erklärtes Ziel. Sie will die Scientology-Sekte zerschlagen. David und Lolbot sind Teil dieser Bewegung. Sie verstecken kleine Kärtchen in den Innenstädten, darauf eine Internetadresse. Die Eintrittskarte in die Welt von Anonymous. Kommuniziert wird nur mit Tarnnamen, höchste Sicherheitsstufe. Wir verstecken unsere Gesichter, weil wir in der Gefahr stehen, von Scientology ins Visier genommen zu werden. Weil jeder Mensch, der Scientology kritisiert hat in der Vergangenheit, egal ob es legal oder illegal war, von Scientology terrorisiert worden ist. Wir sind Anonymous, wir sind junge Leute, die sich übers Internet im Internet rumtreiben und vorher noch nie jetzt wirklich irgendeine größere politisches Interesse hatten oder politische Aktionen verfolgt haben. Ich persönlich zum Beispiel auch. David war ein ganz normaler Mediendesigner. Ein bisschen zu viel vor dem Computer, ein bisschen zu wenig an der frischen Luft. Auch die 22-jährige Lolbot trieb sich eher in Harry Potter-Foren rum. Das änderte sich, als im Januar ein Video des US-Schauspielers Tom Cruise im Netz auftauchte. Eine manische Hymne auf Scientology. The way I do everything. There's nothing carved away from me. It's just... Scientology versuchte schleunigst, das peinliche Video aus dem Netz zu bekommen. Viele User empfanden das als Zensur. Wir hatten dieses Video gesehen, fanden es unglaublich lustig. Und dann kommt da jemand her und will uns dieses Video auf einmal wegnehmen. Die Reaktion, ein regelrechter Aufstand der Netzcommunity. Hacker legten Scientology-Seiten für Tage lahm. Sie laden von Scientology-Servern vermeintlich geheime Dokumente herunter und machen sie öffentlich. So entsteht innerhalb weniger Wochen eine weltweite Bewegung, die sich dann auch zu realen Demonstrationen trifft. Bis zu 10.000 demonstrieren friedlich in über 100 Städten gegen Scientology, von Melbourne bis München. Im März schlagen die Scientologen zurück. Sie veröffentlichen eine DVD, auf der sie Anonymous als Terrorgruppe darstellen, die selbst vor Bombendrohungen nicht zurückschrecke. More obscene faxes. Arson threat. We're going to burn your church down. I'm going to burn you. January 28th. Another bomb threat. And we're going to bomb your building. David weist den Terrorvorwurf zurück, auch wenn er in einem losen Netzwerk nicht für jeden bürgen kann. Die meisten seien aus Prinzip friedlich. Es geht uns weder darum, Scientology als Religion oder was auch immer anzugreifen oder Scientologen persönlich zu attackieren. Worum es uns geht, sind die krassen Menschenrechtsverletzungen, die die Scientology-Organisation immer wieder ausführt. Zum Beispiel, dass Familien auseinandergerissen werden, weil jetzt Scientology-Mitglieder zu ihren Freunden und Familien, die nicht mehr in Scientology sind, keinen Kontakt haben dürfen. Deshalb startete Anonymous am vergangenen Samstag weltweit die Operation Reconnect, Zusammenführung. Sie fordert Scientology-Mitglieder auf, Kontakt mit ihren Verwandten aufzunehmen. Auch in Berlin ziehen über 50 Anonyme zur Scientology-Zentrale. Eine kleine Armee von Nerds, die ihren Protest aus dem Internet auf die Straße tragen. Du bist in der Gruppe mit dabei. Es fühlt sich echt an, nicht wie auf dem Computer, wo alles nur Augenwischerei ist. Es macht Spaß, ist toll. Auf der anderen Straßenseite vor der Scientology-Zentrale hat man wohl auch Spaß. Eine Veranstaltung gegen die, laut Scientology, Internetterroristen und Volksverhetzer. Das Thema hier, Religionsfreiheit und Menschenrechte. Wenn man einer Straftat angeklagt wird, dann soll das öffentlich geschehen. Vor einem unabhängigen Gericht.
Währenddessen stehen Scientologen auf dem Dach und hinter Vorhängen und filmen die Demonstranten. Die Berliner Scientology-Präsidentin Sabine Weber findet das ganz normal. Wenn jemand eine illegale Handlung unternimmt oder jemanden bedroht, ja, dann muss man einfach mit den Behörden zusammenarbeiten und ihn zur Verantwortung ziehen. Wir werden hier gefilmt, ja. Jeder Demonstrant wird dann und wann mal gefilmt. Ich verstehe das Problem nicht. Das Problem ist folgendes. In Amerika wurden bereits Anonymous-Aktivisten geoutet und mit Bombendrohungen in Verbindung gebracht. Ihre Fotos standen mit Klarnamen und Wohnort im Internet. Auch die Berliner Aktivisten kennen dieses Risiko. Was man dann machen wird, muss man einfach schauen. Also ich werde definitiv weitermachen, auch wenn mein Name irgendwo steht. Tarnnamen, verdeckte Aktionen, der Kampf gegen eine mysteriöse Organisation, die die Welt erobern will. Ein bisschen Agentenkrimi und Protestkarneval gehören dazu. Doch die Anonymous glauben fest daran, Gutes zu bewirken. Wir haben offensichtlich Erfolg damit. Wir bekommen immer wieder Berichte davon, dass Leute durch unsere Aktionen den Mut gefasst haben, aus Scientology auszusteigen oder sich zum ersten Mal wieder auszusprechen und den Mund aufzumachen. Scientology ist im Internet ein neuer Feind erwachsen, der wesentlich schwerer zu bekämpfen sein wird als die bisherigen Kritiker.